Die Tage vergehen. Schnell kommen sie mir vor. Die Zeit verändert sich. Gestern befanden wir uns noch im goldenen Herbst. Die Blätter lagen purpurrot auf dunkelbraunen Äckern. Die Bäume gesäumt von Sonnenstrahlen in weichem Licht. Jetzt liegt der Himmel grau über kargen Ästen. Der Winter hat sich auf den Weg gemacht. Noch vor wenigen Wochen befanden meine Freunde und ich uns auf der schönsten Herbsttour, die man sich denken kann. Als Musiker, der viel unterwegs ist, unterzieht man sich immer wieder einem Weltenwechsel. Den habe ich immer schon so empfunden. Also noch bevor ich Kinder hatte, fand ich diesen Wechsel manchmal schwierig. Und seitdem ich Kinder habe, finde ich den noch herausfordernder, diesen Wechsel vom gemütlichen Nest, von der Sicherheit und der Zurückgezogenheit, sich wieder ins Öffentliche zu begeben, sich Menschen zu öffnen, die Musik nicht nur für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Das ist natürlich was total Schönes. Und wenn man in diesem Rhythmus wieder, wenn man den wieder gefunden hat, dann ist das auch wieder leicht und faszinierend. Aber es geht nur, wenn ich im Kopf einen ganz klaren Schnitt mache zwischen diesen beiden Welten, der Welt zu Hause und der Welt auf Tour. Immer wieder diesen Raum voller Musik und voller schöner Menschen mit einer sehr feinen Atmosphäre. Manchmal, während ich singe, fallen mir bestimmte Menschen auf. Also sie fallen heraus und es ist dann manchmal so, als wäre es mir möglich, einen tieferen Blick zu ihnen zu bekommen. Und manchmal habe ich dann diese Personen gefragt, ob sie mit mir singen möchten. Und die sind dann ans Mikrofon gekommen. Und da gab es ein paar wirklich himmlische Augenblicke.
May your song always be sung, and may you stay forever young. Ich finde das immer so, dass auf Tour eigentlich alles möglich ist, weil man trifft ja sowieso jeden Abend Freunde und viele der Freunde, die kommen, sind ja auch Musiker und ich dachte, warum spielen die nicht einfach mit? Das würde mich einfach interessieren, mal meine Lieder in einem neuen Gewand zu erleben. Ich wusste natürlich, dass ich so ein Experiment mit Freunden nur machen kann, wenn wir als Trio ein eingespieltes Team sind. Auf einer Bühne stand ein sehr, sehr verstimmtes altes Barpiano. Also hatte Moritz die Idee, doch einfach alle unsere Instrumente von der Mandoline bis zum Cello nach diesem Klavier zu stimmen. Cello von Moritz konnte nach einigen Konzerten eine Überarbeitung gebrauchen und glücklicherweise war zufällig ein Geigenbauer Teil der Kommunität, die an dem Abend unsere Gastgeber waren. Und dieser tolle Mann bereitete uns dann auch noch das Frühstück zu und bot Moritz an, sein Cello mit in seine Werkstatt zu nehmen, um das wieder schick zu machen. Und wir waren so glücklich, dass wir dann zum Abschluss ein kleines Konzert dort spielten. Formed in
einigen Tagen beginne ich besonders, meine Kinder zu vermissen. Und es ist jedes Mal das Schwierigste, bevor ich auf Tour gehe, der Abschied von meinem Mann und meinen Kindern. Obwohl sie es mir eigentlich sehr leicht machen, weil sie oft nach ein paar Monaten zu mir sagen, wenn ich diese Monate dann mehr zu Hause war, dass es doch mal wieder Zeit wäre, dass Mama auf Tour geht, weil sie dann wieder so schöne Geschichten mitbringt und weil sie dann ja auch besser drauf wäre. Moritz und Philipp sind für mich wie zwei große Brüder. Das ist wie Familie. Wir sind einfach ein lustiger Haufen, glaube ich. Also wir lachen viel zusammen, hören dann viel Musik miteinander auf den langen Fahrten und teilen echt auch unser Leben und unsere Herzen. Und wir können auch miteinander streiten. Und wenn es um die Musik geht, dann möchte ich aber schon die große Schwester sein. Aber es herrscht schon Demokratie bei uns. Neulich fand ich an einer Straßenecke ein kleines Büchlein mit der Aufschrift Ausgewählte Kostbarkeiten von Martin Luther King. Wollen wir schöpferisch und sinnvoll leben, so muss ich die Sorge um uns selbst mit der Sorge für den Mitmenschen verbinden. Wer liebt, der hat den Schlüssel zur letzten Wahrheit gefunden. Wer hasst, steht vor dem Nichts. Es gibt eine Frage, die stelle ich mir wieder und wieder. Lebe ich überhaupt? Und wie lebe ich? Ich lebe in einem reichen Land. Ich kenne das Gefühl von Hunger nicht. Ich wohne in mehreren Zimmern mit großen Schränken, vollgepackt mit Sachen. Ich schlafe in einem Bett aus weichen Federdecken. Ich besitze ein Auto und fliege in Flugzeugen um die Welt. Es ist ein Privileg, wie ich leben kann. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die großen Dinge. Es sind die kleinen, die von Bedeutung sind. Es ist das Teilen. Es sind die Gesten. Hinzuhören. Hinzugehen. An Orte zu Menschen.